Mentors. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, vielen Dank. Fröhliche Menschen hier im Kapitol. Ich hoffe, Sie hatten einen extrem angenehmen und erfolgreichen Tag und waren genauso begeistert und, lassen Sie mich sagen, erregt wie ich, als Sie heute Morgen in der Zeitung Folgendes sahen. Und lassen Sie mich es mit einem tollen Rätsel einführen. Was hängt an der Wand und macht nicht Tick-Tack? Toe von Ricky. Ricky, 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 wir erinnern uns doch. War mal bei Tic-Tac-Toe und wurde dann von den anderen beiden Künstlerinnen rausgeekelt. Und was macht eine junge Künstlerin, ein junges Talent, das in seiner Seele so verletzt wurde von seinen Freundinnen? Es zieht sich zurück und fängt völlig neu an und das sieht so aus. Ricky, schauen Sie, Ricky zum Anbeißen süß. Ricky hat sich fotografieren lassen für das Fachmagazin Playboy. Und Bild hat es für alle, die nicht diese Mark ausgeben wollen, heute veröffentlicht. Wenn wir dieses Nacktfoto sehen, sagen wir, und warum? Und warum? Und warum? Nur für den Kick, für den Augenblick? Ich war ein bisschen irritiert, weil Ricky hat sich ja erst ausgezogen, als ich schon gesungen hatte. Ja? Erst singen und dann ausziehen. Eine ungewöhnliche Karriere in der Schlagerbranche. Was bewegt eigentlich, das haben wir uns heute alle gefragt, den durchschnittlichen deutschen Mann dazu, sich so ein Bild von Ricky aufzuhängen? Obwohl er weiß, mit seinen Schuppen, seinen fettigen Haaren, seinem Schmerbauch, seinem Mundgeruch kommt er nie an eine solche Frau ran, außer er ist Produzent. Wir begrüßen heute auch Gäste von den Grünen. Und wir haben heute Abend wieder Gäste für Sie hier eingeladen. Und Sie werden sich fragen, nein, nein, nein. Schon zu Beginn der Woche dachten wir, besser geht's nicht. Und heute Abend eine echte Sensation. Eine junge Künstlerin. Und sie wird eine ähnliche Karriere machen wie viele junge Künstlerinnen, die bei uns hier angefangen haben. Wir werden es nachher im Verlauf der Sendung zeigen, wie sie bei uns hier angefangen hat. Und es würde mich nicht wundern, wenn sie schon bald eine eigene große Show hätte. Bei uns zu Gast ein junges Talent, dessen Namen Sie sich merken müssen. Anya Nejari. Hochattraktive Frau. Ganz toll. Hat bei uns hier angefangen. Und ist jetzt auf dem Weg nach oben. Und ein großartiger Kollege, meine Damen und Herren, wirklich ein fabelhafter Schauspieler, ein großartiger Komödiant, unglaublich vielseitig, unter anderem auch der deutsche Synchronsprecher von Robin Williams. Bei uns zu Gast heute Abend unser lieber Kollege Per Augustinski. So groß konnten wir es heute Morgen alle sehen auf dem Titelbild des Stern. Endlich mal ein gesellschaftlich relevantes Thema, Telefonsex. Ein Thema, das uns alle angeht. Und der Stern ließ diesmal bei der Titelwahl seinen Redakteuren völlig freie Hand. Sie konnten sich entscheiden, in welcher Ausführlichkeit sie das Thema würdigen. Telefonsex ist, das muss man sagen, für den Stern eine ernstzunehmende Konkurrenz. Ja. Denn der Stern erscheint nur einmal in der Woche. Ja? Und ich war auch erleichtert, weil ich sage, endlich kann man das mal nachlesen, wie das so ist, weil zu Stoßzeiten ist ja kein Durchkommen. Viele Telefon-Sex-Telefonate beginnen ja mit den Worten, hallo, ich bin Abiturientin und wollte fragen, ob ich bei euch ein Praktikum machen kann. Ja. Oder auch, hallo Mutti. Telefonsex, Moment, Moment, lassen Sie nicht vorschnell zu einer Beifallskundgebung hinreißen, die Sie schon wenig später bereuen könnten. Ja. Telefonsex, muss ich sagen, ist ein toller, toller Ausgleich für alle, für viele von uns, die nicht so prominent sind, wie zum Beispiel George Michael und eine öffentliche Toilette gleich nebenan haben.
ruft man an, hat es bequemer. 2,40 Mark kostet das angeblich, hört man. Ich selber weiß es nicht, also noch nie, außer mal so beim Friseur oder beim Arzt eben mal reintelefoniert. 2,40 Mark pro Minute, das heißt 1,20 Mark pro 6. Und muss ich wirklich sagen, 2,40 Mark pro Minute, dafür kann man es nicht selber machen. I gave you my heart. Ich bin ein großer Fan von Telefonsex, denn ohne Telefonsex hätte zum Beispiel Vox überhaupt keine Werbung. Und Frauen, die Telefonsex betreiben, sind ja wirklich die einzigen Frauen, die nach dem Sex tatsächlich angerufen werden. Oder? Sonst bleibt es doch oft bei einer entwürdigenden Floskel. Das muss man doch mal sagen in dieser entsetzlichen Männerwelt. Viele sagen, ich könnte das nicht, den Partner beim Sex nicht sehen. Darf ich Ihnen was aus meinem Privatleben erzählen? Ich kenne das auch häufig, dass man den die Partnerin ja, beim Sex nicht sieht, weil mir häufig rutscht mir die Gummimaske über die Augen. Und bei mir ist es jetzt so, mir genügt Telefonsex nicht mehr. Ja? Ich lasse mir jetzt seit neuestem getragene Wäsche faxen. Es gibt ein wichtiges Urteil aus der Welt der Justiz. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, interessant, Kinder müssen im Haushalt helfen. Interessant, oder? Kinder müssen im Haushalt helfen. Und wir haben es nicht genau gehört. Kinder oder nur Töchter? Kinder müssen helfen, ein wichtiges Urteil für Eltern, die zu Hause einen Kiosk, eine Diamantenmine oder eine Teppichknüpferei haben. Ich finde das okay. Es ist doch okay, wenn ein Kind abwäscht oder staubsaugt, während Mutti die Hausaufgaben macht. Ja, man ergänzt sie einfach ein bisschen. In Haushalten von besser verdienen. Warum soll man das nicht offen sagen bei Sat 1? In Haushalten von besser verdienen hieß es früher oft, ja, wenn du noch eine Mutter hast, dann danke Gott und sei zufrieden. Nicht allen auf dem Erdenrund ist dieses Glück beschieden. Meine Damen und Herren, die Weisheiten des fernen, fernen Ostens, jetzt dargebracht von unseren beiden beliebtesten und wichtigsten Mitarbeitern. Konfuzius sagt, nur 190, 3, 3, 2, 3, 3, 2, nur 190, 3, 3, 2, 3, 3, 2, nur 1. Morgen Abend, meine Damen und Herren, ein sensationeller Gast bei uns. Morgen Abend der Geschäftsführer der SPD, Franz Müntefering, der extra, und das ist das Grandiose, mit einem Privatjet hier vom Parteitag der SPD in Leipzig angeflogen kommt. Tolle Sache, oder? Die Urväter der SPD reisten noch im plombierten Eisenbahnwaggon. Ja, damals, ab Zürich. Und Sie haben jetzt Gelegenheit, sich auch noch mental auf den Besuch von Franz Müntefering morgen vorzubereiten. Denn nach wie vor im Angebot unsere Original Franz Müntefering Hairclips. Auch mit kurzen Haaren. Auch mit kurzen Haaren, der absolute Knaller, soweit ich richtig informiert bin, auf dem heutigen SPD-Parteitag. Und ich möchte an dieser Stelle etwas sagen, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Sie sehen es, wir sind bereit zu Scherz und Schabernack, aber seit Beginn unserer Sendung waren wir immer auch eine Sendung, die das politisch Korrekte gepflegt hat, die die Menschenrechte hochgehalten hat und die sozusagen auf jeden Zug aufgesprungen ist,
wo man sagt, ja, da bin ich mit dabei, da kann ich mich engagieren. Und ich möchte Sie jetzt um Aufmerksamkeit bitten für unsere neue Aktion Menschen sind auch Menschen. Das ist Shaba Merli Otti. Er ist Rastamann und lebt auf Jamaika. Yo man, Kingston Town. Ein Leben im federnden Rhythmus der Reggae-Musik. Hast und Hektik kennt man auf Jamaika nicht. Yo man. Aber Shaba Merli Otti hat ein Problem. Er ist nicht wie die anderen Rastas. Das fängt bei der Begrüßung an. Schon hier verhält sich Shaba Merli Otti nicht artgerecht. Zur festen Rasta-Folklore gehört auch das traditionelle Prahlen über die eigene Nudellänge. Doch Shaba fehlt jedes Gespür für die formellen Gesetze dieses Rituals. Sammlung und Entspannung durch Inhalation pflanzlicher Stimuli gehört zum Rasta-Leben wie die Weißwurst zum München. Doch auch hier patzt Shaba. Seine Vorstellung von einem Joint verletzt das Ehrgefühl jedes aufrechten Rasta-Kollegen. Und das will ein original jamaikanischer Rasta sein? Ein Typ mit Mekka-Pimmel, der nicht kiffen kann? Alleine 1997 hat Rasta-Kollege Jimmy Beutel mehr als 400 junge blonde Europäerinnen flachgelegt. Sein Kamerad Perry Löres dübelte im gleichen Zeitraum sogar über 600 junge blonde Europäerinnen. Das sind Zahlen, die Jamaika stolz machen. Shaba hat 1997 lediglich ein altes Muttchen aus den Bergen gehabt. Und die kam nicht aus Europa. Shaba Merli Otti, ein Fremder untergleichen, ein Hans-Wurst-Raster. Aber sind wir nicht verpflichtet, Shaba gegenüber tolerant zu sein? Wir meinen ja. Thank you, man. Darf Shaba Merli Otti ausgegrenzt werden, nur weil er anders ist als andere? Denken Sie mal darüber nach. Menschen sind auch Menschen. Gemeinsam gegen Vorurteile. Eine Initiative der Harald Schmidt Show. Haben wir heute die neue Bravo geholt? Ja, so heißt es offiziell. Ich habe mir heute die neue Bravo geholt. Nicht das Bravo, sondern die Bravo. Und nicht gekauft, sondern geholt. Ich habe mir die Bravo geholt und super Ricky auf dem Titelbild. Leider angezogen, aber jeder macht mal Fehler, das sollten wir nicht vorschnell urteilen. Und hey, ach nee, da ist sie ja doch nackt. Hier, sexy Ricky, nackt. Ja, und auf Seite 12. Da ist etwas, das ist so fantastisch. Ich glaube, wir alle sind Fans dieses Mannes, oder? Leonardo DiCaprio. Ja, Leonardo. Und jetzt gibt es, diese Titanic ist ja irgendwo gesunken, sage ich mal. Ja? Aber das ist doch kein Grund, nicht Titanic 2 zu machen. Und Bravo hat in der neuen Ausgabe auf Original-Titanic-Briefpapier die große Möglichkeit, guck mal, hier sehen Sie das, White Star Line, meine Story. Lieber Dr. DiCaprio, immer wenn Titanic untergeht, kribbelt es bei mir. So nicht, sondern wie könnte Titanic, die wo jetzt auf dem Grund des Meeres liegt, gehoben und in Teil 2 geschickt werden. Und wir Bravo-Fans sind aufgerufen, weiter zu schreiben. Könnte sein, dass das bald verfilmt wird. Menschen sind auch Menschen. Unsere große Aktion für noch mehr Menschenrechte geht weiter. Teil 2, nachdem Teil 1 überwältigende Zustimmung gefunden hat, jetzt für Sie in unserer Aktion, die Sie hoffentlich alle unterstützen. Spanien, Land der Sonne, der Toreadore und der klappernden Kastagnetten, Land des Stolzes und der Leidenschaft. Das ist Ramirez Villabajo. Sí, señor. Ramirez ist Andalusier und kommt aus Sevilla, der Stadt, in der die Männer geradezu von Stolz durchglüht sind. Sí, señor. Aber Ramirez hat ein Problem.
Er ist der einzige Mann Spaniens, der nicht einen Funken Stolz im Leib hat. Schon bei dem Wort Stierkampf fängt er an zu heulen. Como? Stierkampf! Was habe ich gesagt? Ein herkömmlicher Spanier wird auf den Hinweis, dass man gestern seine Frau ausgiebig gevögelt und die Gute dabei gerührt hat wie ein Kalb, immer verärgert und unwillig reagieren. Ein eigenwilliger, aber fester Bestandteil spanischen Brauchtums. Ramirez Villabajos Verhalten hingegen beleidigt jede gesunde Männlichkeit bis ins Mark. Flamenco. Der rassige Tanz um Liebe und Leidenschaft spiegelt die ganze herrliche Majestät der spanischen Männerseele wider. Bei Ramirez Villabajo auch, aber irgendwie anders. Es ist einfach widerlich. Eine semmelweiche andalusische Flamenco-Tunte ohne Rückgrat. Das ist er, dieser Ramirez Villabajo. Und trotzdem, sind wir nicht auch ihm unseren Respekt schuldig? Verdient nicht auch eine tuckige iberische Heulsuse unsere Achtung? Wir meinen ja. Gracias, Senor. Keine Ursache. Toleranz hat Vorfahrt. Menschen sind auch Menschen. Gemeinsam gegen Vorurteile. Eine Initiative der Harald Schmidt-Show. Und da wir gerade dabei sind, ich möchte wirklich mit äußerst gutem Beispiel sehr weit vorangehen. Auch mir passieren hin und wieder kleine Flüchtigkeitsunfreundlichkeiten. Bei meinen Gästen, ein Gast, wo ich das noch besonders intensiv in Erinnerung habe, das war Helmut Berger, großartiger Gast. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei Helmut Berger entschuldigen für das, was mir bei seinem Besuch passiert ist. Sind Sie zurzeit, das muss ich bei jemandem fragen, der so eine so neue Farbe hier reinbringt, sind Sie zurzeit solo? Sind Sie liiert? Bitte können Sie mir nicht. Haben Sie eine, nein. Leben Sie in einer Partnerschaft? Ich weiß genau, an was Sie ran wollen. Woran denn? Och, Herr Berger. Komm, Helmi. Stell dich nicht so an. Bist du wahnsinnig oder was? Das wird dir gefallen, Helmi. Wirklich. Mein Gott. Gehen wir zu dir oder zu mir? Ja, tut mir wie gesagt leid. Ja. Im Eifer des Gefechts. Harald, ich glaube, ich muss mich auch entschuldigen. Wo ich das jetzt gerade sehe, ich glaube, da ist auch mir was Dummes passiert. Tatsächlich? Letztens die Sendung mit Ingolf Lück. Haben wir die vielleicht mal da? Also, das ist schon dumm. Ingolf Lück! Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Passiert, ne? Ja. Tut mir leid. Oliver! Ah, meine Damen und Herren, das ist unser großartiger Kollege Oliver, der hier immer das frische Wasser bringt für die Gäste. Ich bin überrascht, Oliver, ist dir auch was passiert? Ja, ich wollte mich auch entschuldigen. Vor kurzem war Brigitte Nielsen zu Gast und ich war
nicht ganz fair. Vielleicht zeigen wir das einfach mal. Ja. Weil mein... Ja. My throat. Entschuldige bitte. Oliver, können wir ein Wasser haben für Frau Nielsen? Help me. Oliver, Entschuldigung. Geht's? Das ist besser. Es ist besser gleich. Ist ja, besser. Oliver, kein Wasser für die Frau Nielsen. Das passiert mir bitte nicht nochmal. Ja? Hier ist dein Wasser, du Kasper. Ja, hör mal! Wow. Oliver! Hör mal, Oliver! Was soll das denn? Sag mal, hast du noch nicht genug oder was? Ja, hör mal, was ist denn das für ein Ton? Au! Hör mal, du bist doch... Mein erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren. Ein fabelhafter Schauspieler. Ein großartiger Komiker und Komödiant, über 200 Fernsehrollen. Und am nächsten Dienstag hat er Premiere mit einer neuen Sendung. Fiktiv auf Kabel 1. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend nach langer Zeit wieder bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Per Augustinski. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt über 360 Sendungen von Harald Schmidt gesehen. Setzen Sie sich doch. In Ihrem Danke. Alter sollte man gehen. Ja. Und ich muss sagen, was mich immer gestört hat, die Musiker sind nie von den Gästen begrüßt worden. Es sind wirklich sehr zarte Menschen, sonst könnten sie diese hervorragenden Instrumente nicht spielen. Ich selber habe früher Musik studiert, ich weiß, wovon ich spreche. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen. Menschen sind auch Menschen, oder? Ja, deswegen. Ja. Sehr bequem. Bitte, wollen wir uns... Ja, ich hatte hier schon mal ein Problem mit dem Wieso? Ding. Umgefallen? Nein. Nein. Das war damals im Dezember. Das war, glaube ich, die dritte Folge. Ja? Jetzt geht das wieder los. Nein, aber jetzt lassen wir das, nicht? Strom? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht innere Nervosität? Nein, das kann doch nicht sein. Nein. Oder? Der Berger saß hier vorhin. Ja. Gesehen, ja? Ja. Harald und Helmut. Give me your private number. Komm, auf Russisch. Du говоришь по-русски? Я не говорю. Ты даже ассидитуло. So, jetzt kann es losgehen. Ein Feuerwerk. Wer? Ein Feuerwerk. Ich habe gerade gehört, das Publikum hat, als ich gesagt habe, fiktiv gelacht. Ja? Meine Damen und Herren, ich darf Sie darauf hinweisen, das ist ein Wort. Fiktiv. Ja, das ist ein Wort und das ist der Titel dieser Sendung, das einzig wahre Magazin. Ja. Wir sind schneller als Schumi, wir berichten jetzt schon von Dingen, die noch gar nicht passiert sind. Ab nächsten Dienstag. Das heißt, ist das so eine Konkurrenz für Explosiv zum Beispiel? Oder? Nein, wir nehmen die so ein bisschen auf den Arm, diese ganze... Also es ist eine Mediensatire, ja? Wie es so schön heißt, nicht? Journalistisch machen wir genau das Gegenteil dessen, was die tun. Nämlich alles ist erstunken und erlogen. Aber es ist so toll gedreht, dieser Einspieler, dass die Leute, wenn dieser dusselige Moderator nicht wäre, glauben würden, das ist tatsächlich passiert. Das glaube ich auch, aber das kann für euch ein großer Glücksfall sein, dass ihr sozusagen von zwei Seiten die Zuschauer habt. Auf der einen Seite die, die sich amüsieren wollen, und auf der anderen Seite sagen, guck mal, jetzt bringen die das auch. Also die es ernst nehmen. Richtig. Ne? Das wäre doch eigentlich der Idealfall. Der Moderator, der ist ja auch sehr ernst. Ich sage immer, das sieht so aus, als wäre das der Redakteur der Sendung, der seine eigene Sendung moderieren möchte. Nicht? Und das kann der nicht richtig. Wer spielt den? Ich glaube. Das bist du. Ja. Ich wundere mich, dass du so ruhig bist. Ich habe gelesen, du wohnst, ich will nicht sagen laut, aber geräuschintensiv. Ja, darf man sagen, wo man wohnt? Also der Overath Heiligenhaus, das ist so hier in der Nähe. Und wir sind ja beglückend, wir haben kein Nachtflugverbot in Köln-Bonn. Ich habe in einer Nacht 45 startende Maschinen gezählt. Ist das wahr? Da steht man am Fenster und sagt...
Ja, die ist gerade weg, kommt die nächste. Ja? Ja. Das ist wahrscheinlich wegen Bonn, wegen der Politiker? Die gehen nach Berlin, denen ist es sowieso egal. Ja. Das heißt, ihr wohnt in der Einflugschneise? Nein, aufsteigende Phase, nicht ein. Das ist hier runter, das ist halb so laut. Ja. Wir haben einen Akustikprofessor, der hat ein Mikrofon aufgestellt und hat gemessen 89 Dezibel. Ja. Die Flugsicherung hat auch eins aufgestellt, aber das Mikrofon nach unten gehalten, ja. 47 Dezibel. Und das ist noch erlaubt? Wahrscheinlich. Gewöhnt man Frag sich daran? Nicht, das oder, nicht. Oder? Nee, nix. Nein, 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 nein. Ist das der Grund, warum du oft in Spanien bist? Ja, ich meine, das würde ich sagen, ich habe eine Wohnung hier, aber es ist so laut, ja. Und, ja, nein, das ist ein Grund mit. Ich sag mal so, ich bin in Spanien, wenn hier schlechtes Wetter ist. Und das ist ja sehr häufig der Fall. Richtig, ja. Wo ist das? Marbella? Wie bitte? Marbella? Nein, nein, wir spielen da nicht mit irgendwelchen. Nein, nein, das ist zwischen Alicante und Valencia. 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 Du kannst Spanisch. Meine Frau spricht sehr, sehr gut, aber ich spreche so, dass die Leute denken, ich kann es besser, weil ich schneller spreche als sie. Sí. Und wahrscheinlich auch mit Para mí no es un problema. Sí. Sí, correcto. Mercedes, nicht Mercedes. 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 Und du sagst Valencia oder Valencia? Die sprechen Valencia. Bua. Valencia. Bua. Das ist ein bisschen fast wie ein unser B. Ja, so. Valencia. Ja. Valencia. Valencia. Ich habe es mal gehört, bei der Fußball-Weltmeisterschaft Rudi Völler. Rudi Völler. Ja. Rudi Völler. Ja. Ein bisschen dieses B. Ja. Ja. Und gehst du da einkaufen, kochst du oder sitzt Wenn du ich alleine bin, koche ich. Man kann sogar essen. Ja. Ja. Spanisch oder? Nee, nach Fantasie. Ja. 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 Spanisch, Deutsch, Eintöpfe. Ne. Am Boca aquí, am Boca mi. Oder so. Und passt du dich richtig an die spanische Lebensgewohnheiten an? Ich meine, das ist ja doch alles ein wesentlich angenehmeres und langsameres Tempo als bei uns hier. Das ist richtig, vor allen Dingen beim Einkaufen. Das ist sehr herrlich. Die Spanierinnen stellen sich ja nicht an. Du stehst vorne an diesem Ding und willst bezahlen und dann plötzlich... Und dann geht das los. Dann wird über Kind und Kegel gesprochen, das nennt man Lebensqualität. Also, und du stehst, denkst, mein Gott. Dann kommt die Tochter dazu, dann kommt der nicht und so weiter. Und du kommst immer ein Stück weiter nach hinten. Am Schluss stehst du an der Fleischtheke und das Ding ist da vorne. Ja, und ist das wirklich so? Ich meine, als Deutscher ist man doch geneigt, sich anzupassen und sozusagen auch einen auf Lebensqualität zu machen. Oder bleibst du dann richtig, sondern sag hier... Nein, ich spreche dann Spanisch mit denen, aber dann denken die manchmal, Valenciano, so, er spricht dann Dialekt, was ist das? Weil mich verstehen die nicht, weil mir fehlen die Worte. Beim Einkaufen? Ja. Wie denn? Eine Zwiebel? Na, große Grammatik fehlt mir. Ich spreche alles in der Gegenwart, auch wenn es die Vergangenheit war. Ach so. Ja. Ja, aber das ist doch beim Einkaufen eigentlich kein Hindernis. Genügt doch, wenn du die Produktnamen kennst, oder? Ja, comprado. Sí, claro, para mí no es un problema, ¿no? Und was ist das für ein Haus oder ist das zu indiskret? Ist das mit Palmen? Ist das mit. Oh Gott, bei Palmen, ja, da fällt mir was ein. Ja, das ist. Also, wir können das, meine Damen und Herren, falls Sie ein bisschen Zeit haben. Stellen Sie sich Folgendes vor: Also, da unten ist das Meer, hier ist der Berg und da oben, pass mal auf, stell dich mal da drauf. Da ist ein sehr steil. Ja, ja, ein sehr steil abfallendes Grundstück. Das ist unten, das geht hier so runter. Und das ist unser Haus. Also Sie sehen schon, das ist ein kleines Haus. Hier sind die Terrassen, da ist die Entlüftung und hier ist die Terrasse. Wenn du freundlicherweise mal deine Hände so halten würdest, das ist dann die Terrasse. So, so sieht es ungefähr aus. Und da unten ist dann das Meer. Meine Damen, vielleicht, meine Herren, wenn Sie das Meer mal machen würden. Einfach, wenn ich jetzt sage, dann einfach so. Machen Sie jetzt mal so und. Wieso, sind Sie wasserscheu oder warum machen Sie da nicht mit? Das ist doch fürchterlich. Also warum ich das erzähle, ist Folgendes. Ich wollte von Anfang an eine große Palme haben. Nee, die Terrasse ist etwas höher. So. Ja. Eine große Palme haben und da war jetzt die Möglichkeit, ja, wie kriege ich die, weil hier geht die Straße lang, wie kriege ich die Palme übers Haus? Ja. Und dann kam ein Steigerkran aus einer Ortschaft 20 Kilometer weiter entfernt und der fuhr 10 Kilometer die Stunde. Die Palme kostete 64.000 Pesetas, also ungefähr 700 Mark. Dieser Lastzug kostete 468.000, also das war eigentlich das Teure. Jetzt, bleib still. Jetzt kam der also, wo ist das? Und jetzt, so ist gut. So, jetzt kommt dieser Kran. Und der geht natürlich langsam, nicht? Weil das sind ja Serpentinen, bis der da oben ist. Ja. So, dann kommt er vorbei, bei der ersten Serpentine unten. Meine Damen und Herren, Sie sehen, das ist also unverbaubare Fernsicht, nicht? So, jetzt kommt er hier rum und jetzt schnallt er sich hier an. Jetzt steht er da. Das Problem war nur, wie kriege ich die Palme jetzt darüber? Hat jemand von Ihnen mal eine Handtasche vielleicht? Kann ich mal eine Handtasche von Ihnen haben? Das ist sehr lieb. Nein, das ist wunderbar. Also so ungefähr sieht die Palme aus und wir sind jetzt inzwischen bis hier gelandet.
Jetzt fährt der diesen Schlagbaum aus, ne? Und beim ersten Mal touchiert der glatt die Hauswand. Das waren ziemlich blöde. Und als er dann wirklich drüber... Da ist die Terrasse. Und als er dann drüber war, dann ließ er das Ding fallen. Auch noch. Naja, also ich sag ihm, Palmen ich nie wieder. Ja. So. Du kannst wieder runterkommen. Ja. Das ist eine tolle Sache. Du bist, das wissen mittlerweile wirklich alle seit vielen Jahren, der Synchronsprecher, die deutsche Stimme von Robin Williams. Verfolgt mich, ja. Ja, es ist doch aber für dich eigentlich eine großartige Sache. Jetzt hat er endlich den verdienten Oscar bekommen. Ja. Ja, für Good Will Hunting. Ja. Und er ist ja eigentlich so unglaublich im Geschäft. Du musst ja doch den Mund flüssig reden, oder? Naja, vielleicht sorgt er für meine Altersvorsorge, weil er denkt, ich verdiene im deutschen Fernsehen so wenig, ja, dass er so viel Filme dreht, damit ich gut bezahlt werde. Ne? Und wie lange bist du damit beschäftigt für so einen Film, also wie zum Beispiel Good Will Hunting? Auweia, manchmal wird man ja geixt. Also geixt heißt, man wird alleine drangenommen. Ja. Dann geht es relativ schnell. Normalerweise für einen normalen Spielfilm 10 Tage. Ja. Bei Good Morning Vietnam war ich alleine 10 Tage vorm Mikro. Good Will Hunting, 3. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, weil man muss ja wirklich diese Situation treffen, man muss die Stimmung treffen. Das ist richtig, und vor allem diese kleinen Sachen. Ja? Ja. So diese, wobei ich natürlich sagen muss, Good Will Hunting, da ist er ja sehr normal, ja. Williams. Da tut er ja wenig. Ja. Die Schwierigkeit aber wiederum ist dann bei ihm, man sieht durch den Bart nicht gut gemunden da. Richtig, ja. Hm? Ja. Und da hat er ja diese therapeutische Funktion, ne, wo er da immer dem Jungen alles erklärt und so. So ist das, ja. Komm, ich weiß, es ist ein bisschen wie auf dem Geburtstag beim Zahnarzt. Ach, Herr Augustinski, bitte, aber 2, 3 charakteristische Sachen von Robin Williams mit der Maske von. Bitte. Das ist gemein. Ich habe auch die Palme gespielt. Naja, normalerweise ist es ja viel schöner, du siehst einen Film und sprichst es da drauf. Was soll ich hier machen? Wie mache ich das so? Ja. Whoa! Ja, am Dienstag ist das richtig, geht es los, ja? Ja. Ja, am Dienstag, fiktiv, ein Wort, Kabel 1, welche Uhrzeit? Wir beißen uns beide, 23:15 Uhr. Bitte? Du musst dann hier mal kurz rüber, das geht doch. Aha! Ja! Gut, das wissen wir das nächste Mal vorher. Gut. Nein. Viel Erfolg und alles Gute bis zum nächsten Mal. Wieso, war es das schon? Ich bin noch nicht weg! Herr Augustinski, meine Damen und Herren, und gleich Anja Nejari. Mein nächster Gast hat ihre Karriere bei uns begonnen. Mittlerweile unter anderem dabei in der Serie Jede Menge Leben im Z, DF, im Alpha-Team, bei den SK-Babys und als Krankenschwester im Kloster oder im Krankenhaus St. Angela. Am 23. April geht es dort mit neuen Folgen weiter. Heute ist sie bei uns. Herzlich willkommen, Anja Nejari. Bitte. Anja, das ist ja ein unglaubliches Outfit. Danke, danke schön. Selbst entworfen? Ich mach's mir bequem, ja? Ja. Hast du das selbst entworfen? Hab ich, ja. Meine Kollektion bringe ich gerade auf den Markt unter meinem Namen ABTN für Anja Bentayeb Nejari. Und wir sind auf der Messe jetzt vertreten, auf der FIBO-Messe, auf der Internationalen Sport- und Fitnessmesse. Und da wird also ein Teil meiner Kollektion laufen. Du hörst, Fans, hier, ABTN. ABTN. Ja. Wie war der komplette Name nochmal? Anja Bent Tayeb Nejari. Das Bent steht für Tochter von Tayeb, mein Vater mit Vornamen, und Nejari der Familienname. Ganz einfach, und ABTN. Ja, und was ist das für ein Name? Woher kommt der? Ein marokkanischer Name. Das heißt, dein Vater ist Marokkaner? Richtig. Du bist aber hier in Deutschland geboren und aufgewachsen? Ja, genau, in Köln. Ja. Eine echte Culture. Ein echtes, wie heißt es, Kölschmädchen? Kölschmädchen, ja. Wirklich? Und du sprichst auch den sympathischen Dialekt? Na, ja, ja. Das ist doch unglaublich, wie schnell das mit deiner Karriere vorangegangen ist, oder? Wann, wie lange ist es her? Ein Jahr, anderthalb? Moment, ich habe ja hier damals als Komparserie was gemacht, habe aber parallel dazu schon als Schauspielerin gearbeitet. Richtig. In der Daily Soap ZDF Jede Menge Leben. Und das war halt so auch mein Erfolgstreppchen oder das Sprungbrett nach vorne. Ja.
nicht nur nach vorne, sondern auch nach oben. Nach oben, natürlich, ja. Na klar. Wir wollen mal den Zuschauern zeigen, was du hier bei uns alles gemacht hast. Es waren die unterschiedlichsten Rollen. Ja, wir haben das ein bisschen zusammengestellt für Sie aus unseren Archiven. Bitte, Anja Nischa. Gibt es für eine junge Frau, die einen Mann kennenlernen möchte? Hey, da hatte ich ja noch eine ganz andere Brille. Ja, ja. Oh, hier. Sie, kommen Sie einmal nach vorne, bitte. Da warst du Zuschauerin bei uns, ja? Ja, genau. Hallo, können wir du sagen? Ja, wie heißt du? Anja. Bitte schön, Anja. Da war ich noch dünner. Nein, Anja, doch, das ist, wir alle haben uns verändert. Schau mich an. Ja, klar. Nimm bitte Platz. Und woher kommst du? Ich komme aus Köln. Kannst du das Mikro gerade halten, ja? Da fällt mir ein, dass ich ja schon wusste, dass du aus Köln kommst. Das habe ich dir ja damals schon gefragt. Natürlich. Ne? Ja. Wie gut du deine Gäste in Erinnerung behältst. Ne? Ja. Hier sieht man, wie gut du dich bewegen kannst. Und als wir das gesehen haben, haben wir gedacht, dass wir hätten eine Rolle für dich in einem anderen Sketch. Der ein bisschen ernsthafter ist, aber hier am Seil in Deutschland. In unseren Büroetagen werden Frauen zu frei wird. Die neue Volksseuche, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ein das Beispiel. Bin nicht ich, das kann nicht sein. Das ist der Möselechner aus Funzenhausen an der Pflaume. Frau Möselechner wird gleich Opfer einer bodenlosen Schamlosigkeit. Entschuldigung, möchten Sie auch einen Kaffee? Lassen Sie es nicht so weit kommen. Wo habt ihr das denn her? Gibt Sex aus dem Archiv. Keine Chance. Oh nein. Ja. Wenn Sie Fragen zum Thema Sex haben, rufen Sie uns an. Anja, das ist ja doch heute nicht etwa unangenehm. Nein, nein. Nein, im Gegenteil. Das war ja ein netter Sketch. Und, man muss ja sagen, es war, du hast eine Kopulationsszene auf dem Kopierer gespielt. Und war das auf dem Kopierer? Das war ein Fotokopierer, ja. Das war aber gerade ein Tisch im Hintergrund, oder? Wir hatten aber drei Szenen davon gemacht und ich weiß, dass du immer im Hintergrund hinterher und hast da spioniert und gemacht und getan. Ich sag, ist das der Harald? Ja, das ist er. Ja. Und guckst da immer um die Ecke und hast da, du warst auch immer da im Hintergrund, so als stiller Teilhaber, oder? Ich habe ein bisschen fotografiert für mich privat. Schon noch mehr, ja. Da kommst du nicht raus. Aber das Tolle ist ja, schau. Das ist mein Wasser? Das ist dein Wasser. Sag auch klar. Du hattest Sex auf einem Kopierer bei uns und bist jetzt im Fernsehen. Also, viele schaffen ja den zweiten Teil gar nicht mehr. Das ist richtig. Ja. Haben dir da diese Fotos hier zum Beispiel, die wir auch mit großem Interesse schon häufig gezeigt haben, fast jede der Damen war schon bei uns zu Gast, hier auf der Titelseite, hat dir das dann ein bisschen geholfen? Nein, das hat mir nicht geholfen. Das ist ganz neu. Das war jetzt während St. Angela haben wir das gedreht. Ja. Da wurden wir von der Max angesprochen, sind nach Paris geflogen zu Michel Comte, zu dem Starfotograf. Zu Michel Comte? Natürlich. Ja. Der hat, kennst du ihn auch? Ja, kennst du ihn auch? Nee, aber also ich würde mich nackt auch nur von ihm fotografieren lassen, oder? Ja, das hat aber Kai Degenhardt gemacht. Das haben wir nachproduziert, den Titel, in Hamburg. Und die Innenseiten, die sind von Michel Comte fotografiert worden. Die ein Starfotograf, der Madonna, Mick Jagger, Claudia Schiffer etc. Und eben auch euch, junge Kolleginnen. Wie war das damals bei diesem Fototermin? War man da? Hier ist Anja. Hier. Da. Ja. Bitte? Ich wollte zuhalten. Nein, du brauchst dich doch nicht schämen. Das sind doch ästhetische Fotos. Und ja, natürlich. Ja. Würdest du dich heutzutage sozusagen aus künstlerischen Gründen nicht mehr ausziehen vor der Kamera? Es kommt immer darauf an, was das für Bilder sind. Wenn man jetzt Bilder hat, die sehr anrüchig wirken, natürlich nicht. Aber es gibt sehr cleane, sehr saubere Fotos, dann ja. Warum würdest du zum Beispiel so wie Ricky jetzt eigentlich nackt für den Playboy fotografieren lassen? Kommt darauf an. Worauf? Auf die Gage? Nee, nicht auf die Gage. Ja, ist völlig okay. Also ich meine, warum nicht, oder? Nicht unbedingt auf die Gage, sondern auf die Fotos, die letzten Endes rauskommen, die letzten Endes produziert werden, die letzten Endes auf die Seiten kommen, die Zuschauer und Leser aber auch sehen. Das ist mir wichtig. In St. Angela, ich habe gesagt, ein Kloster ist ein Krankenhaus. Das ist ein Krankenhaus. Ein kirchliches Krankenhaus, glaube ich, oder? Nein, ein ganz normales Krankenhaus. Mhm. Du spielst eine Krankenschwester? Ja, Stationsschwester, die Schwester Daniela. Ja. Eine böse, also eine naiv böse, sagen wir es mal. Ja. Genau. Und das bin ich und habe eine Beziehung mit einem Oberarzt, der mich aber so ein bisschen hintergeht bzw. ausnutzt, versucht seine Schlüsse, seine Spionagen über mich herauszukriegen. Also das. Er benutzt dich. Er benutzt mich, ja, auf gut Deutsch gesagt, wie die Männer das meistens. Also nicht mich, aber allgemein, die Männer spielen ja so gerne mit den Frauen.
Ja. Ja. Nicht alle Männer, aber viele. Viele, verdammt viele. Und du bist in jeder Folge dabei, dieser Serie? Genau. Das ist eine richtige Hauptrolle? Das ist eine richtige Hauptrolle und Sendestart ist 23. April, 18.55 Uhr jeden Donnerstag. Das soll in der ARD? Ja, ja, in der ARD. Weißt du schon, was du danach machen wirst? Wolltest du denn eigentlich ursprünglich Schauspielerin werden oder einfach bist du so, wie soll man sagen, reingeschlittert in diesen Beruf? Ich bin, ja, weiß ich nicht. Also das Fernsehen war bei uns damals immer sehr präsent zu Hause, sodass also man schon vor dem Bildschirm saß und... Sodass also immer hier vor dem Bildschirm saß und dass man halt sagte so, warum nicht? Das, was die machen, würde ich auch gerne mal machen. Und ich stand damals also immer auf Bühnen in Schulen und ja, von daher war es schon also nicht gerade neu für mich. Also es war immer so... Kann man das sagen, dass du bei uns entdeckt wurdest oder bist du schon anders an Rollen gekommen? Ich bin anders an Rollen gekommen. Wie ich habe davon erwähnt, dass ich bin durch ein... Bitte! Was? Nein! Wie denn? Beworben, Castings, Foto, Album hingeschickt, Demo-Video. Es gibt x Rollen an... X Möglichkeit, an den Rollen ganz zu kommen. Ganz einfach, die Express, die Kölner Express hat mir dazu verholfen. Durch diesen Aufruf in der Express bin ich an die erste Sache Daily Soap rangekommen, an jede Menge Leben. Das war die Nina, da wurden 220 Bewerberinnen gecastet für die Rolle der Nina. Und ich habe die Nina bekommen. So. Und das war mein Einstieg. Also, ja, jetzt aber. Oder? Morgen Abend haben wir zwei großartige Herren zu Gast, meine Damen und Herren. Einen großartigen Musiker, der sich sehr rar macht im deutschen Fernsehen. Und deswegen sind wir umso froher, dass er morgen bei uns zu Gast ist. Herbert Grönemeyer bei uns morgen Abend zu Gast. What? So. Der Mann, der standesgemäß mit einem Privatjet von uns eingeflogen wird, der Repräsentant der modernen SPD schlechthin, meine Damen und Herren, Bundesgeschäftsführer Franz Müntefering. Morgen Abend bei uns, hier für Sie. Anja, das läuft toll für dich. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt am Sonntag, zu Ostern hatte ich Geburtstag und bin 23 geworden. Da darf man dir noch gratulieren. Natürlich. Ja? 23 geworden. 23 so jung, geworden. Es läuft fabelhaft. Ja. Ja? Toi, toi, toi. Ala Kudusun, sagt man. Wie sagt man das? Ala Kudusun. Ala Kudusun. Gibt es Marokkanisch als Sprache? Das ist türkisch gewesen, danke. Ach, das war türkisch. Wieso sprichst du denn türkisch, wenn du aus... Ich produziere meine Sachen in der Türkei. Deine Klamotten? Meine Klamotten in der Türkei. Und da muss man halt so ein bisschen, muss man sich da auch fortentwickeln. Also sprich in der Sprache. Und ja, wir haben also zwar eine... wir haben eine Dolmetscherin immer am Set, oder am Set, Quatsch, immer dabei, aber an der Maschine. Ist das nicht höllisch in der Türkei mit diesen Lohnnebenkosten da? Nein. Das ist ehrlich, oder? Ja, geht so. Ist okay. Anja, unsere Zeit ist abgelaufen. Hasta la vista, Baby. Bis zum nächsten Mal. Ja? I'll be back. Alles Gute, bis morgen Abend. Dankeschön, tschüss, gute Nacht.